Texterfähigkeit hat nicht das Wort allgemein dabei, aber die anderen beiden, bei denen ist das Wort allgemein dabei. Es gibt sehr viele Leute, die Kurse leiten, Meditation leiten, und deswegen möchte ich jetzt hier nebenbei Folgendes anraten oder fangt den Lamrim von ganz unten an, mit perfekter menschlicher Wiedergeburt, mit den Meditationen des Wesens niederer Fähigkeit, wie wichtig es ist, die eigenen Dinge zu erkennen, wie kostbar es ist, wie bedeutsam es ist und wie schwierig sie zu gewinnen ist. Dann die 9 Runden Meditation über Vergänglichkeit und Tod und dann die niederen Bereiche und dann Karma, dann Zuflucht, Karma und so weiter. Aber um Realisation zu haben, muss man in den Mayana-Pfad eintreten. Aber bevor man braucht als Fundament die Entzeigung, man muss die eigenen Stufen durchlaufen, man muss von ganz unten anfangen und dann nach oben sich vorarbeiten. Wenn man unten ist, kann man nicht plötzlich ganz oben sein, ohne die Stufen hochzugehen. Man kann nicht im Erdgeschoss sein und dann ohne Treppen zu nehmen direkt oben auf dem Speicher ankommen oder auf der höchsten Etage ankommen. Das geht nicht. Das gibt es nicht. Man muss das Bewusstsein in Entsagung vom Samsara, aber vor der Entsagung vom Samsara. Ja, das allgemeine Samsara. Aber vorher muss man Entsagung für dieses Leben entsagen. Und Entsagung von den niederen Bereichen. Man muss da anfangen. Man muss mit perfekter menschlicher Wiedergeburt anfangen. Aber man fängt da an, aber mit der Bodhicitta, Motivation. Das ist mein Nachdruck. Ich lege den Nachdruck auf die Motivation des Bodhicitta. Ihr fangt ganz von anfangs schon an mit der Motivation von Bodhicitta. Und dann das Endziel ist auch Erleuchtung. Das letztendliche Ziel ist Erleuchtung. Die Kanabageshis haben angeraten, wie man Dharma studiert. Den gesamten Lamrim, die Schriften, Pramanavartika, Prajnaparamita, den Madhyamika und so weiter, dann Abhidharma Kosha und dann die ausführlichen Tantra-Kommentare. Die Essenz ist der Pfad eurer Gottheit im Tantra. Das ist die Essenz. Wie dem auch sei, das Ziel ist sehr, sehr, sehr weit. Ihr stellt euch ein ganz weit gereichtes Ziel. Ihr habt ein sehr weit gestecktes Ziel. Das Ziel ist ganz weit, ist Erleuchtung. Ihr fangt an zu studieren mit diesem Endziel und dann weitet euer Bewusstsein aus. Niemand liebt mich und so weiter und so fort. Nur ich, Tag und Nacht, ich, so wie ich. Oder Depression, oder? Und dann Depression und so weiter. Ah, was ist das?
mit einem, man macht, öffnet das Bewusstsein, man hat ein sehr weit gefasstes Bewusstsein, dann kann man das alles studieren. Alles, was im Lama enthalten ist. Ich werde es machen, ich werde das alles studieren. Nicht das Bewusstsein einengen und quetschen. Dann quält ihr euch. Niemand quält euch, aber ihr quält euch selbst. Ihr macht euch selbst ganz klein. Ich kann nichts machen. Man muss entspannt sein. Innerlich muss man entspannt sein. Nicht angespannt sein, aber man muss innerlich entspannt sein. Nicht vollkommen entspannt. Dass euch die fühlenden Wesen, allein sind, dass euch Erleuchtung, allein ist und euch nur um die Freuden des Alltags zu genießen, heute Fernsehen, Tanzen, jetzt sofort. Das Essen von heute, das Fernsehen von heute. Relax the mind. Ein entspanntes Bewusstsein, kein angespanntes Bewusstsein. Das ist, was die Karambageshis angeraten haben. So the in the past happened. In der Vergangenheit geschah es. Kadambageshe Potowa, seine Schüler, und eine Gruppe von seinen Schülern sich studierten. The extensive scripture, vier von den weitreichenden Schriften, da gab es deren vier, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Und dadurch konnte man dann die Erleuchtung erreichen. Und Kadampa Geshe. Kadampa ist eine andere Kadampa. Den Lamrim. Mit einem Geshe. I didn't remember the name. Ich erinnere mich nicht an den Namen. Then I think from Kadam, the entire achieving what we do. Die versuchten dadurch, dass sie den Lamrim studierten, Erleuchtung zu erreichen. Ich glaube, Lam Odal. Dann Gompawa. Dann Gada Gompawa, I think, instructions given by Lama. Und dann die Gruppe von Schülern um Lama Gompawa, die erreichten Erleuchtung durch die Anleitungen des Lama. So geschah es, je nach der Kapazität oder nach der Fähigkeit des Bewusstseins, die die einzelnen Schüler hatten, die intelligent waren, die studierten die ausführlichen Schriften. Uttam Potava. Dann gab es die anderen Karambas, die studierten den Lamrim. Methode von Gompawa praktizierten, die folgten nach den Anleitungen des Lehrers. Genauso das existiert auch in den großen Klöstern.
Und auf der Basis davon praktiziert man den Tantra, je nach der Kapazität. So, so. Man studiert je nach seiner Kapazität auf eine der drei Arten, praktiziert dann Tantra. Haramba und Saramba. Da gibt es die Geshes, da gibt es verschiedene Arten von Geshes. Es gibt die Rampa Geshes, die Zoglampa. Je nach der Kapazität, die man hat, bestimmte Geschichtsstudien. So like that. You have to understand like that. Das muss man verstehen. So. The same style of that, even the Krishnautas. So, dieselbe Methodik wie zur Zeit der Kadambas existiert jetzt noch immer. You know, not that. Nicht jeder von uns hat dieselbe Kapazität in seinem Bewusstsein. You start from the beginning of Lamrim. Yes, but with the motivation. Lamrim ganz vorne anfängt, aber mit der Motivation von Bodhicitta. Es gibt auch Kurse, wo kein Bodhicitta mit von Anfang an dabei ist. Oder nur die Entstehung dieses Lebens. Oder Vergänglichkeit und Tod, und das ohne Bodhicitta. So that's wrong. Das ist falsch. Unless it doesn't fit the person, that's different. Es sei denn, es würde nicht auf die Person passen, dann ist das eine andere Angelegenheit. Wenn Bodhicitta nicht auf die Schüler passt. Aber die Art und Weise, wie Lamrim from the beginning motivated, unterrichtet wird, die Motivation ist die Erleuchtung. Die Motivation, das Ziel ist immer die Erleuchtung. Alles wird von Anfang an mit der Motivation von Bodhicitta gemacht. Die wirkliche Realisation von Bodhicitta kommt dann später. Aber alles zielt darauf ab und wird mit der Motivation von Bodhicitta gemacht. Es wird mit der Motivation gemacht, von Anfang an, von allen fühlenden Wesen von Nutzen zu sein. Das ist, wie man von den Lamas der Übermittlungslinie geleitet wurde, wie Lama Tisha, Buddha, wie die ihre Schüler geleitet haben. Das müssen diejenigen, die Kurse geben, die müssen das wissen. Es wird Nachdruck auf das gute Herz gelegt, die Leute zu guten Menschen zu machen. Das ist der Nachdruck. Die Motivation soll. Ansonsten meditieren. Das ist das beste Ding, das beste Dharma. Ihr müsst das verstehen. Das ist das Allerbeste, dass in den Menschen das gute Herz erzeugen, so viel wie möglich. Dann, wenn sie sterben, dann geschieht ein ungeheurer Nutzen. Dann gehen die Leute zur Erleuchtung. Wenn sie gelernt haben, jetzt gutes Herz zu entwickeln, immer sollte man auf das gute Herz sich konzentrieren, auch wenn ihr Meditation unterrichtet, das ist das Wichtigste. Das ist der Hauptnachdruck, die Hauptsache, wo ihr Nachdruck drauf legt, sollte das sein. Das ist das Beste, das Nützlichste. Egal, was ihr tut, ist das Nützlichste. Nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren, Insekten, jedem fühlenden Wesen, das ihr sehen könnt.